Die ganze Familie Urban, die ja für den Fackelhof steht, sind eingefleischte Atomkraftgegner. Und wir leben das auch. Wir haben am Hof einen Banner, Atomkraft, nein, danke. Und so zieht sich das auch durch unser Leben. Für mich steht halt hinter dem Ganzen, was wir hier tun, eine Philosophie dahinter. Die ganzen Produktionsverfahren von Herstellung bei der Wurstwaren und so weiter, da wollen wir halt möglichst wenig Hilfsmittel hernehmen. Wir wollen keine Chemie einsetzen. Wir möchten halt, dass der Verbraucher Wurstwaren kriegt, die einfach unverfälscht sind. Die hergestellt sind mit nur Naturgewürzen, mit Kräutern und eben das alles aus biologischem Anbau. In meiner Lehrzeit habe ich konventionelle Landwirtschaft gelernt. Aber eben mit meiner Frau, wir haben da einfach festgestellt, das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Immer mehr düngen, immer mehr Kosten, die Produkte werden billiger. Das ist der falsche Weg. Und dann haben wir uns gesagt, es muss was anderes geben. Und dann haben wir uns einfach einmal informiert und es waren ja die Biobauern, es waren ja nur ganz wenige. Und dann haben wir sie getroffen. Und wenn dann halt mehrere Bauern beieinander sitzen, die alle das Gleiche wollen, dann tut man sich gegenseitig wieder ermuntern und dann kommt man wieder heim und dann sagt man, das ist unser Weg, da fühlen wir uns wohl. Und so haben wir dann immer mehr Erfolg gehabt und das gibt dann immer mehr Halt und plötzlich ist man dann auch in der Öffentlichkeit wieder akzeptiert. Und das hat mir dann auch, wie wir jetzt die neue Metzgerei geplant hatten, wie es um die Finanzierung gegangen ist, da kommt der Bankdirektor vom Ort und der hat an unsere Philosophie geglaubt und dass das passt, was wir vorhaben. Und die Rechnung ist auch aufgegangen für ihn. Das Fleisch von den Tieren, das wir verarbeiten, das kommt alles hier aus der Region. Und Region ist für mich einfach mal Bayern. Und wird bei uns zusammengeführt, wird da verarbeitet, wird verpackt und wird natürlich jetzt durch die Zusammenarbeit mit Alnatura im gesamten deutschen Bundesgebiet zum Verbraucher gebracht. Trotz so einem 15-Stunden-Job ist klar, dass ich das, den Hof nicht alleine bewirtschaften kann. Durch das haben wir vor 5 Jahren den Hof an den ältesten Sohn Hans übergeben und der den jetzt halt bewirtschaftet und organisiert. Und ich halt nur noch, wenn ich mal Zeit habe oder wenn wirklich Not am Mann ist, einfach nur mitarbeite. So wie ab und zu mal bei der Heuernte und so. Und das macht auch dann Spaß. Das ist ein bisschen was anderes mal als nur Metzgerei, weil von Grund auf bin ich doch noch Bauer.